Mit dem Opel, wie läuft's? Ja, also bis jetzt läuft's super. Wir fahren das erste Mal in Opel Adam R2. Und jetzt schauen wir mal, wie mit dem Auto, wie das Auto macht und so ein bisschen ein Gefühl kriegen. Und für das läuft's eigentlich ziemlich super. Wir kriegen immer mehr ein besseres Gefühl. Die Zeiten sind auch schon richtig super und das Auto fährt sich eigentlich wahnsinnig gut und es taugt mir eigentlich richtig da. Gestern habt ihr gleich einen riesen Moment gehabt, gleich auf der ersten oder zweiten Prüfung habe ich gesehen. Ja genau, da sind wir ein bisschen mit dem Split rausgekommen und ja, sind wir mit ziemlich quer dahergekommen, aber es ist alles gut ausgegangen, das Auto haben wir super abgefangen und nach dem Moment war der Moment schon wieder vergessen und wir haben schon wieder weiter Gas gegeben. Gig braucht man natürlich auch immer. Was ist dein Ziel, was willst du gerne erreichen bei der Rallye? Ja, also jetzt sind wir glaube ich ziemlich gut von dabei und ich möchte gerne in der 2WD da gleich mal gewinnen. Das war mein Ziel eigentlich und es schaut ziemlich noch gut aus und ich hoffe, ich kann das erreichen. Junior schaut ja auch super aus, ne? Genau, ja, da sind wir jetzt noch vorne, aber es kann noch alles passieren. Jetzt sind die Rundkurse noch, die Rallye ist noch lang, also man muss wirklich eine Rallye bis zum Ende bringen. Und das merken wir da in Rebenland, vor allem bei den Rundkursen, da ist alles möglich. Also wir werden uns weiter konzentrieren und einfach unser Ding fahren und nicht zu viel auf die Zeiten schauen. Alles Gute, Ziel ist es, bereit zu sein. Danke dir. Ja.